So, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel mit Sommersend, dem Spiel mit Insel. Wir versuchen hier gerade irgendwie die Sippenfürsten zu treffen, warum immer diese Sippenfürsten so wichtig sind für die Hochelfen, aber eigentlich müsste ich das ja wissen, da ich ja selber einer bin. Also, mit einem wunderschönen Hut und einer komischen Idle-Animation. Soll ich auch mal ändern bei Gelegenheit, aber das passiert meiner Erfahrung nach eh nicht. So, wo denn treffen der Sippenfürsten bei? Achso, das elegante Kleidung, achso. Das zählt als elegante Kleidung? Ja, wegen mir. So, ne, dann, habe ich jetzt zumindest die ausreichende Arroganz für das ganze Ding. Dann gucken wir mal. Schön hier, ne? Also, danke. Bis. Also irgendwas geht hier gerade mächtig schief, aber interessant, dass man auch im Innenlevel die Außenwelt sehen kann. Na gut, ignorieren wir das einfach mal so gut, wie wir es können. Ja? Und wer mögt ihr wohl sein? Ich muss mit Sippenfürsten Avernissa sprechen. Die Sippenfürstin ist derzeit beschäftigt. Sie hält eine Konferenz mit der Elite von Schimmerheim ab, um gewisse politische Angelegenheiten zu besprechen. Ist er nicht noch ein Waldelf? Müsste sie nicht auch? Ich habe eine Erinnerung, habe ich? Ja, das habt ihr. Und ich muss gestehen, dass eure Kleidung auch von passender Eleganz ist. Bitte macht euch doch in den Garten auf. Ja, danke, Galmelor. Da! Wenn ich in bestimmte Richtung gucke, von da! Es ist sehr schwierig, sich zu... Da unten ist der Telerion. Achso, mit den... Was ist mit den eigenen Geschichte zweier Mütter? Achso, das ist die Story. Die würde ich eigentlich separat machen, wenn denn. Tanamir, das alte Wunder. Ja, genau. Gehen wir in den Garten, hoffentlich. Ist in den Garten wie alles normal. Sieht gut aus. Ja, sieht auf jeden Fall angemessen gelangweilt aus. Wir sorgen uns alle wegen des Erlasses der Königin. Ich arbeite mit Aldarch Tilkala zusammen, um die Unverletzlichkeit von Schimmerheim und ganz Sommersend zu bewahren. Ja, gut, dass ich nur bin. Speis und Trank. Die Stadtgeschäfte erfordern meine Aufmerksamkeit, aber ich bin bald zurück. Ja, warte mal. Halt! Muss man ja schon sprechen mit Aldarch Tilkala. Ach, mit dem kann ich auch noch reden. Ach, das ist er. Der ist ja seltsamlich leid. Grüß dich. Wie ich sehe, hat der Erlass der Königin sogar einige unserer verehrten Geschwister zurück an unsere Gestade gelockt. Aber täuscht euch nicht. Altmer hin, Altmer her. Ihr seid genauso ein Neuankömmling wie diese Katzen oder Echsen. Also Rassismus gegen die eigenen Leute ist schon heftig. Und die Frames droppen wieder, das ist sehr ärgerlich jetzt. Ich habe gehört, dass ihr in diesem ersten Plan habt, wie den Erlass der Königin umsetzen, ja. Das habt ihr also irgendwo gehört, ja? Ich muss wohl ein Wörtchen mit der göttlichen Strafbehörde darüber wechseln, wie lax unsere Sicherheit geworden ist. Nein, nein, ich scherze. Die Sippenfürstin und ich haben nur das Beste für Sommersend und die Neuankömmlinge im Sinn. Ja, und deswegen alle... Dass ihnen das jetzt aufs Brot zu schmieren, ist vielleicht nicht so taktisch die beste Idee, oder? Ihr wisst wirklich gut über die Dinge hier in Schimmerheim Bescheid, was? Ihr gibt's doch zu! Für jemand Außenstehendes. Ihr mögt zwar von Altmer abstammen, aber heimisch seid ihr nicht auf Sommersend. Ihr habt weder die Haltung noch die kultivierte Aura eines wahren Kindes der Insel. Ja gut, so kann man natürlich auch jeden um was abreden. Tja, so wie ich heute denke, mit dir das zusammen sind. Aha. Das ist eine schwere Anschuldigung, die man nicht einfach so beiläufig fallen lassen sollte. Wie sagtet ihr noch gleich, dass euer Name lautet? Ich will nur sicher gehen, dass er korrekt im Aufsichtsbuch der göttlichen Strafbehörde verzeichnet wird. Zu eurem eigenen Schutz, wisst ihr? Die göttliche Strafbehörde. Wer ist denn auf diesen dummen Namen gekommen? Das Ding heißt bestimmt im Englischen irgendwie Divine irgendwas, irgendwas, wo das halt irgendwie noch was anderes bedeuten kann, weil im Deutschen klingt das halt extrem dumm. Ne, wenn ich mich entschuldige, ja, ich muss noch was erledigen. Na gut, das mir war, ja. Ist da eben noch etwas anderes eingefallen, worum ich mich kümmern muss. Belästigt doch so lange gern die anderen Gäste. Belästigt, das ist... Mir fehlt da so ein bisschen an Feinschliff, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Nachkommen. Jetzt gibt es hier auch wieder Wände. Naja, scheiße. Ich brauche Wände. Wo muss ich denn hin? Hoch. Nee. Aber vielleicht Außenperspektive? Okay, dann Außenperspektive scheint das nicht zu passieren. Hatchet early? Nein, verdammt. Wie könnt ihr es nur wagen, ohne meine Erlaubnis so in mein Haus zu platzen? Mit wem redet ihr, sie? Mit mir?
Achso, ja. Ja, haben wir hier irgendeine Perspektive, wo ich bitte noch ein bisschen was von der Landschaft sehen kann? Danke bitte. Es tut mir leid, aber ich habe heute keine Zeit für Bitten oder ähnliche Anliegen, Kerum. Ich muss zurück an eine wichtige Arbeit. Vielleicht könnt ihr mit meiner Vetterin sprechen. Sie ist der Stiftsvogt unserer Stadt. Tja, nee, du. Oh, wie unschuldig. Wollt ihr wirklich wissen, warum ich gegen den Befehl der Königin bin, Neuankömmlingen den Zugang nach Sommersend zu erlauben? Ja. Weil ich versuche, sowohl die Insel als auch die Neuankömmlinge zu beschützen. Es ist in unser aller Interesse, dass wir da eine Trennung aufrechterhalten. Ja, aber die Maßnahme des Aldarchen heißt gut, oder was? Aldarch Tilkala wurde mir wärmstens empfohlen. Er hat große Pläne zum Schutz von Schimmerheim. Sehr große Pläne. Leider habe ich in meiner Eile mit dem Erlass der Königin fertig zu werden einen Fehler gemacht. Die drei Anbieter reingebeten? Nicht, dass es euch etwas angehen würde, aber mein Kanzler konnte die Existenz des Aldarchen nicht weiter zurückverfolgen als bis zu unserem ersten Treffen, bei dem ich ihn für die Position im Kloster empfahl. Ich kann euch versichern, Sippenfürst Milontel lobte Tilkala über den grünen Klee. Ja, und das, die Morde, das ist dir bewusst? Das ist doch lächerlich. Aldarch Tilkala hält die Neuankömmlinge nur fest, um sicherzugehen, dass sie für das Leben auf Sommersend geeignet sind. Wer es schafft, wird hier einen Platz finden. Der Rest wird dorthin zurückgebracht, woher er gekommen ist. Das haben wir so vereinbart. Und wo sind denn die Leute, die es geschafft haben? Haben wir hier 100% Ausfallquote? Oder wo sind die Giffe, die zurückgehen? Gibt es dafür irgendwelche Unterlagen? Sonst was? Zeug? Ja, das... Ja, warst du schon mal da im Kloster? Tja, ja. Einer der Mönche bat darum, diese Nachricht zu überbringen. Sie ist vom Aldarchen persönlich. Der Korallenwald? Ein merkwürdiger Ort für ein Treffen. Ich möchte aber hören, was der Aldarch zu sagen hat. Der war vor allen Dingen gerade noch unten, als ob. Ah. Ich würde übrigens davon abraten, dahin zu gehen, aber wer bin ich schon? Warum auch immer hier die Map verschwindet, das ist extrem nervig. Vor allem nur in diesen. Das ist doch schon eine Weile rausgekommen, dass Sommer sind oder nicht. Warum ist das so verbuggt? Ja, wirklich. Lächerlich. So, kann ich mich jetzt wieder umziehen? Anscheinend sehe ich jetzt immer so aus. Na gut. Dann gucken wir mal, was Rasim da zu denken hier an den zu sagen hat. Oh, 10.000 gedroppte Frames und 5,8% aller Frames. Oh, läuft aber auch. So, mein guter Rasim da, Psst. Tut so, als ob ihr euren Stiefel richtet oder die örtliche Baukunst bewundert. So schwer das auch sein mag, schaut auf keinen Fall auf Ras. Gut. Gut. Und nun erzählt Ras, was ihr im Herrenhaus der Sippenfürstin in Erfahrung gebracht habt. Hätten wir uns nicht einfach in irgendeiner Taverne treffen können. Na gut, das festgehalten weggeschickt werden. Ras glaubt, dass Avinisse ebenso naiv ist, wie sie die Finger in dieser Sache hat. Aber sie ist keine Mörderin. Doch dieser neue Aldarch hat so viel Blut an den Händen, dass er auch rote Handschuhe tragen könnte. Soweit dieser herausfinden konnte, gab es ihn gar nicht, bevor er nach Schimmerheim kam. Die Story habe ich auch schon mal gehört. Das ist ein bisschen verdächtig, nicht wahr? Der Korallenwald, guck mal, der ist. Der Korallenwald? Ein seltsamer Treffpunkt. Ras glaubt, dass wir losziehen und nachsehen sollten, was der Aldarch vorhat. Aber erst bekommt dieser diese Kleidung zurück. Vielleicht ist sie nochmal nützlich. Ah, ihr habt eine hübsche Bewunderin, meine Freunde. Die Psijig-Weise, ja? Hier kommt sie auch schon. Hübsch? Sie sah ziemlich alt aus. Na gut, mal sehen, was sie zu sagen hat. Schön, euch zu sehen. Beim Observieren ihres Herrenhauses sah ich die Sippenfürstin hinten rausschleichen und die Stadt verlassen. Die Sippenfürstin trifft sich mit dem Aldarchen im Korallenwald. Ras riecht da was. Und es sind keine Mondzuckerkekse. Euer Ruf nicht? Eilt euch voraus, Auge der Königin. Ich bin Valsiren vom Psijig-Orden. Und ich meine auch, dass der Aldarch mehr als ein einfacher Mönch ist. Wir sollten zusammenarbeiten, ja? Aber wir reisen lieber getrennt, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Ras wird euch beide am Korallenwald finden. Und die teleportiert. Hätte mich gleich mitnehmen können. Wenn man sich sowieso schon durch die Gegend teleportiert, könnte man ja auch ruhig einfach mal nichtet machen.
sich wegteleportieren. Also wirklich, das ist eine Frechheit sondergleichen. Also, was soll denn das? Och, muss ich über den ganzen Weg reiten? Also reiten, laufen. Ich höre gerade erst laufen, aber ist mir eingefallen, ich habe ja ein Pferd. Das macht natürlich das Leben viel einfacher, wenn man einfach reitet. Warum auch reiten? Warum auch laufen, wenn man reiten kann? Das ist ein bisschen unüblich, man. Also, dass das überhaupt geht, ist eigentlich auch eine Frechheit. Ich kann verstehen, dass einige Städte ein bisschen groß sind, aber es ist halt irgendwie trotzdem. Hallenvogt? Ja, okay, anfangen. Es ist halt trotzdem ein bisschen doof, dass man einfach mitten in der Stadt sein Pferd rausholen kann. Und reizt da halt quasi Treppen runter. Das ist halt sowas unlogisch. Was ist ja eigentlich für ein Stadttor? Das ist ja irgendwie. Also ich könnte jetzt quasi da unten bis ans Pier ranschwimmen oder ich am besten nach da, wo ich direkt am Strand anlanden kann. Oder ich versuche durch dieses riesengroße Tor durchzukommen. Ja, die Verteidigungsanlagen von dieser Stadt sind nicht 100%ig gut durchdacht. Und sind hier nicht auch Käfige? Am Hafen. Tierchen drinne. Brandes. Ist das ein Kamel? Was soll der macht ein Kamel? Ist das ein Eisbär? Freunde, ich muss aber doch mal die Frage stellen, was. Also ich meine, das Kamel ist vielleicht, fühlt sich hier vielleicht nicht völlig viel am Platz. Aber der Eisbär? Ich halte mich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Eisbär sich hier vielleicht schon ein bisschen unwohl fühlt. Guck mal, ein Kobold. Das ist ein Eisbär. Warum denn ein Eisbär? Von allen Dingen, warum ein Eisbär? Kennt man ja so. Ja, wir fahren zu den südlichen Inseln. Was wollen wir mitnehmen? Oh, ein Eisbär. Das ist natürlich eine gute Idee. Apropos gute Idee. Komme ich irgendwie da rüber? Also. Bin hier, glaube ich, gerade ein bisschen off-road. Ich bin zumindest auf dem Weg da, wo ich hin soll. Ist schön hier. Hier ist ein schöner Wasserfall. Da hinten sind noch hier ein bisschen Steinchen. Wahrscheinlich hier. Bedient. Habe ich natürlich aus der Entfernung erkannt. Das sehe ich sofort, weil ich ja so viel Crafting betreibe. Quasi instant ist. Ich habe doch, genau, ich habe doch Köder. Da habe ich die jetzt verkauft. Ne, ich habe Köder dabei. Bin mir fast sicher eigentlich. Moment. Oh, guck mal hier. Ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr gefischt. Aber anscheinend ist gerade irgendwie was fußballtechnisch passiert. So, woran mache ich das fest, dass hier was los ist? In meiner Bambusroute? Ja. Jetzt. Ich habe einen Du-Fisch gefunden. Nun gut. Ich habe mir schon immer in meinem Leben einen Du-Fisch gewünscht. Ich kann mir wenig Besseres vorstellen als einen Du-Fisch. Vielleicht ein Ich-Fisch. Oder ein Seefisch. Was ist das hier eigentlich für magische Rehe? Die Indrik sehen ja hier süßlich aus. Aber was sind das? Ich hätte gerne irgendwo ein Lore-Buch dazu, und mir erklärt, was so ein komischer Indrik ist. Ich muss ja richtig weit rein. Oh, ich denke, dafür werdet ihr büßen. Was? Warum? Achso. NPC, der hier irgendwelche Leute angepöbelt hat. Na gut, der Quatsch. Ein Mitspieler, der andere Leute anpöbelt. Naja, wenn er meint. Kann er gerne machen. Störe ich mich nicht dran. Ich bin nicht übel. Siehst du, wäre gerade so ein, das ist natürlich klar, das bekannt ist auch gerade Fußballspiel. Da wird doch keiner irgendwelche Streams gucken, das ist auch nicht schlecht. Vor allem WM-Finale. Wie bin ich eigentlich die tolle Idee, kommt zum WM-Finale zu streamen? Oh, naja! was mache ich hier eigentlich? Und ich weiß ganz genau, meine Kumpels sind alle woanders. Ich habe niemanden, mit denen ich Fußball gucken würden wollen. Das ist mir bei weitem nicht wichtig genug, dass ich mit welchen Randoms Fußball gucken würde. Hier ist noch eine Quest. Celina? Celina ist eine richtige Person, ich dachte, das wäre eine Anrede. Trinkschlauch? Echt? Habe ich jetzt Wasser im Winter? Also kommt da wirklich Wasser bei rum? Natürliches Wasser, hört, hört. Das so. Hat man davon, wenn man sich mit adligen Hochelfen einlässt, Brengas. Brengas? Bitte, ihr müsst helfen. Ich glaube, mein Vetter Brengas wurde von Werwölfen gefangen genommen. Nur gefangen genommen? Das ist außerordentlich unüblich für Werwölfe. Brengas wurde in eine Liebesaffäre verstrickt, wisst ihr? Er beschloss, mit irgend so einer adligen Hochelfin namens Niralin durchzubrennen. Ich sollte sie im Hain des Archonten treffen und ihnen helfen, von der Insel herunterzukommen. Aber als ich dort ankam, sah ich nichts als Werwölfe. Ja, vielleicht war das das Durchbrennen. Warum denn eigentlich von der Insel runterfinden? Das Somersend ist so groß.
Das ist ja nicht so, dass man hier irgendwie zwingend. Also man muss ja nicht unbedingt von der Insel. Das ist ja nicht irgendwie so eine 3 Quadratmeter Insel, die ist irgendwie, ich glaube, lore-technisch ist die richtig, richtig, richtig dolle groß. Ja, denn also Werwölfe? Beide? Oder vielleicht ist Nihralien einfach ein Werwolf? Ja, da bin ich mir sicher. Ich konnte sie nirgends finden. Ich bin aber einem Hochelfen namens Estadel begegnet. Er wollte mir nicht viel erzählen, aber er hat um den Hain herum geschnüffelt. Er weiß vielleicht mehr über die genaue Lage als ich. Ja. In Englisch heißen die auch Somerset-Inseln. Genau. Ja gut, ich werde mal ins Eigen mit Esther sprechen. Ja, mach ich mal. Ich würde echt wissen, wie groß die Dinger sind. Ich würde gerade mal kurz auf einem anderen Bildschirm im Wiki gucken. Aber irgendwie... Ja, von mir aus. Steht leider nicht, wie groß die eigentlich lore-technisch sein sollten. Nur alle Orte? Trivia? Nein. Gibt's da bestimmt hier? Er ist kurz online. Ich will ja nicht, dass das wissen, wie groß das Ding hier richtig ist. Man spricht mit Esther denn? Nee, das ist. Die nehmen das mal anders. Und ich mal. Irgendwie zumindest, dass das bis zur nächsten Stadt weiter muss. Und dass ich das hier mal geklärt habe. Das ist der Korallenwald. Sieht jetzt tatsächlich recht schön aus. Also, naja. Teilweise erinnert mich die Grafik halt immer noch an Morrowind. Muss ich jetzt echt sagen. Salamander? Was ist hier noch? Bergblumen. Bergblumen! Nee, das ist kein Strand. Nee, überhaupt nicht. Ja gut, Korallenwald ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also, da kommt hier noch was. Grüß dich. Das hier ist eine der einzigartigeren Gegenden von Sommers End. Der Korallenwald. Als Kind kam ich sehr gern hierher. Wir müssen herausfinden, warum der Aldarch Sippenfürstin Avinisse gebeten hat, ihn hier draußen zu treffen. Vor allen Dingen als Kind, wie lange ist denn das her? 400 Jahre? Ja, wo finden wir die denn? Aufgrund dessen, was wir in der Gruft des Klosters gesehen haben, zögere ich mit dem Einsatz von Magie, um sie aufzuspüren. Ich schätze, wir müssen auf weltlichere Mittel zurückgreifen. Zu schade, dass der Spion der Königin nicht hier ist. Soweit mir bekannt ist, ist er gut in solchen Sachen. Tja, das ist schön, aber das ist, bringt uns halt nichts, ne? Also sie sind angeblich 9500 Quadratmeilen groß, die Somerset-Inseln. Warte, die Nordkanada meine ich, die falschen Inseln. Wie groß sind die im Spiel groß, meine Fresse. Es gibt echt Somerset Islands? Scheiße. Wir wissen, wie groß die im Spiel sind, weil die sind ja alles, das ist alles viel größer hier eigentlich. Das ist ja auch nicht normalerweise ein Tagesmarsch, sondern das ist, skaliert halt alles. Ich hatte schon bei Skype angefangen, dass das Weißlauf eigentlich irgendwie eine Stadt ist mit richtig vielen Leuten. Weil am Ende war der Wolkenbezirk war ja auch nur ein Gebäude. Sollte aber die auch viel mehr sein. Wie haben die geschrieben? Somerset. Was habe ich geschrieben? Ich habe Somerset geschrieben. Ich habe das richtig geschrieben. Genau, das nur Dr. Go schlägt mir die Somerset-Inseln vor. Das ist ja wohl. Such den Korallenwald ab? Ein Riffnatter. Korallenwald ist jetzt Wald. Da war wieder irgendwie ein Poet am Werke durch. Jagdstreifer. Hallo Riffnatter. Falsche Magie, nehmen wir die da. Wenn du Feinde triffst, bist du auf den richtigen Weg. Explosive Begleiter. Da hier so ein Jagdstreifer unterwegs ist, nehme ich an, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das war nicht Teil des Plans, Aldarch. Ihr wisst doch nichts vom Plan. Lasst mich euch einen Vorgeschmack darauf geben, was der Fürst der Geschäfte mit dieser armseligen Welt vorhat. Eures Fürsten? Ich verabscheue die Daedra. Hilfe! Ja, ich würde ja gerne helfen, aber... Achso. Grafen mit Lagosiegel? Achso, das ist... Daedra, vernichte diese Nacht. Was? Ich übernehme die Sittenfürstin. Ihr den Aldarchen. Hab ich doch schon oder nicht? Oh, was hab ich gerade getötet? Achso. Ja, gut. Tuff, fertig kaputt. Das war erheblich einfacher als gedacht. Da hinten war ich so richtig weit weg. Ach, der Fürst der Geschäfte, ja, grüß dich. So, und jetzt? Wo ist jetzt hier allerdings hin? Rasumdar hat die Sippenfürstin festgenommen. Sie sind am westlichen Rand des Korallenwalds. Was ist mit Aldarch Tilkala? Ist er entkommen? Naja, er ist... Also er ist tot, ist erstmal eine falsche Aussage. Das ist...
er wurde zurück in die Ebene der Dedra verbannt und wird wahrscheinlich irgendwann demnächst wiederkommen. Nehme ich mal stark an. Ja, Fürst der Geschäfte. Man kann davon ausgehen, dass Tilkala nicht wirklich ein Aldarch war. Zumindest nicht mehr, seit er sich dem dädrischen Fürsten der Geschäfte Clavicus Vile verschrieben hatte. Die seltsame Magie und die Kreaturen bereiten mir jedoch Sorgen. Hoffentlich kann uns die Perle, die ich nach Atheum geschickt habe, mehr verraten. Tja, ja, du kannst was über das Ding rausfinden? Danke. Ihr werdet überrascht, was ein Gegenstand alles offenbaren kann, wenn man weiß, wie man seine Geheimnisse entschlüsselt. Ich muss zurückkehren und Ritenmeister Iachesis erzählen, was geschehen ist. Wenn ihr bereit seid, würde ich euch gerne nach Atheum mitnehmen, um meine Geschichte zu bezeugen. Na gut, wer soll mich mitnehmen? Ja, würde ich gerne halt wissen. Mit auf die geheime Insel der Psychic? Wer ist Ritenmeister nach Jesus? Der Ritenmeister führt den Psychic-Orden vom Turm Zepura auf der Insel Arteum aus. Dieser Zauber stimmt euch auf ein Portal bei Schimmerheim ein. In den Ruinen der Burg der Elf Kräfte. Es wird immer nach Arteum führen, ganz gleich, wo sich die Insel gerade befindet. Tja, ich werde noch. Ja, genau, ich reise dahin. Sobald ich mit Raumfahrt. Noch eine Anpassung und. So. Jetzt seid ihr eingestimmt. Das kann sie so einfach Kommt machen. Kommt zu mir nach Arteum, sobald ihr mit dem Auge der Königin fertig seid. Ja, genau, ich berichte denn. Demnächst.